Ja, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Das Evangelium heißt die gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, die Power hat, die Kraft hat. Die hat Kraft zur Errettung. Ja, was ist Errettung? Wovon müssen wir errettet werden? Dazu habe ich einfach mal ein, zwei Stichpunkte aufgeschrieben. Einmal, wir müssen errettet werden von der Knechtschaft der Sünde. Wir müssen errettet werden von der Macht der Finsternis. Wir müssen errettet werden von einem falschen Gottesbild vielleicht auch. Und wir müssen vielleicht auch errettet werden von einem falschen Bild von uns selber. Ich möchte euch das Ganze an dem Beispiel vom Volk Israel deutlich machen. Ich versuche es ja daran zu zeigen und zu erklären. Das Volk Israel war in Knechtschaft in Ägypten. Sie waren versklavt, der Ägypter hat über sie geherrscht. Sie mussten harte Arbeit leisten für sie. Sie konnten nicht das tun, was sie wollten, sondern sie mussten das tun, was man ihnen gesagt hat. Sie waren unter der Knechtschaft. Dann hat Gott einen Mann berufen, Mose, kennen wir alle die Geschichte. Gott hat wieder einen unvollkommenen Menschen genommen, hat ihn berufen, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Und er hat das einfach auf wundersame Art und Weise gemacht. Er hat Zeichen und Wunder gewirkt. Und so konnte das Volk Israel aus Ägypten rausgehen. Als sie sich aufgemacht haben, aus Ägypten rauszugehen, als der Pharao endlich gesagt hat, okay, ihr könnt jetzt gehen, hat er gemerkt, hey, irgendwie ist das gar nicht so cool, wenn die weg sind, jetzt müssen wir ja selber arbeiten. Dann ist er ihnen hinterhergelaufen. Und dann stand das Volk Israel irgendwann vor dem Roten Meer. Und sie konnten nicht mehr weiter, sie waren in einer Sackgasse. Und dann haben sie zu Gott gerufen, hey Gott, komm, du musst jetzt ein Wunder tun. Wir brauchen dich jetzt in dieser Situation. Und Gott hat das gemacht. Gott hat wieder ein Wunder getan, wieder und wieder. Also er hat Wunder getan, bis sie da hingekommen sind an dieses Meer. Dann hat er wieder ein Wunder getan, hat das Meer gespalten, sie konnten durchgehen. Und dann hat er noch ein Wunder getan und hat das Meer wieder zusammenfließen lassen und die ganzen Ägypter sind darin gestorben. Und damit war das Volk Israel in Freiheit. Sie waren in Freiheit. Sie waren raus aus dem Bereich der Knechtschaft, raus aus der Versklavung und standen dann in Freiheit in einer Wüste. Was sind die Parallelen allein schon von dem jetzt, wie sie rausgekommen sind zum Evangelium? Was kann ich damit heute anfangen? Was bringt mir das heute? Und zwar möchte ich da einen Vergleich ziehen zu der letzten Plage in Ägypten. Ich denke, wir kennen alle die Geschichte. Die letzte Plage war ja, wo die Erstgeborenen gestorben sind. Und dann hat Gott gesagt an die Israeliten, hey, ihr müsst ein unschuldiges Lamm schlachten, nimmt das Blut von dem und streicht es an die Türpfosten. Es ist Blut geflossen und Gott hat gesagt, kannst du ganz kurz die Kinderstunde entlassen? Ach so, ja sorry, heute Kinderstunde findet jetzt statt, ihr dürft gehen, liebe Kinder. Ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, sorry. Okay, es musste Blut fließen. Und dieses Blut, was sie an den Türpfosten geschmiert haben, voll die komische Aktion eigentlich, ne? Schmiert mal Blut an die Türpfosten. Aber Gott hat das gesagt und die haben das gemacht. Die haben das im Glauben einfach genommen, so, okay, wenn Gott das sagt, dann mache ich das. Und dann ist der Engel des Todes an deren Häusern vorbeigezogen und ist nur in die Häuser der Ägypter reingegangen und hat dort überall die Erstgeburten getötet. Und Noch eine Parallele zum Evangelium ist, das Volk ist raus aus Ägypten und rein in Freiheit. Und genauso dürfen wir raus aus der Knechtschaft der Sünde und rein in Freiheit gehen. Ein Herrschaftswechsel findet statt.
sie waren in Ägypten unter der Herrschaft der Ägypter und durften reingehen in die Herrschaft Gottes. Oder ja, in dem Fall war es halt Mose, der sie da rausgeführt hat. Aber Mose hat den Willen Gottes getan und sie haben sich der Herrschaft Gottes unterstellt und haben gesagt, hey Gott, du wirst schon gut leiten, wir gehen dir jetzt erstmal hinterher, du hast schon so viele Wunder getan. Und ja, das Problem nach dem Auszug Ägyptens war, dass die Ägypter ja ewig lange geprägt worden waren, so in diese Sklavenmentalität. Sie wurden ja immer wieder versklavt oder lange versklavt und sind dann in Freiheit auf einmal. Und ich glaube, die sind damit vielleicht erstmal nicht so richtig klargekommen. Also die waren geprägt als Sklaven, waren dann auf einmal in Freie, aber ihr Gehirn musste das erstmal checken oder ihr Herz auch. So, wir sind jetzt frei davon. Und genauso gut müssen wir das vielleicht heute auch manchmal noch checken, wie frei wir sind oder was Gott alles über uns ausspricht. Genau, das Volk Israel geht weiter. Sie ziehen weiter bis zum Jordan, kommen an den Jordan und Mose sendet Botschafter aus über den Jordan ins verheißene Land. Die gehen hin, gucken sich das alles an, alles super schönes Land, kommen wieder, haben ein paar Früchte mitgebracht aus dem Land. Hey Leute, guck mal, wir haben richtig Hammerfrüchte, wir haben große Weintrauben, die haben so große Weintrauben vorher, glaube ich, noch nicht gesehen. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Es ist das verheißene Land, was Gott uns zugesagt hat. Und es ist wunderschön dort. Hey, aber ein Problem haben wir. Da sind Riesen in dem Land. Da sind befestigte Städte, die wir nicht einnehmen können. Und sie haben gesagt, ja okay, dann gehen wir nicht rein. Wenn wir das eh nicht einnehmen können, dann gehen wir nicht rein. Und das hat Gott richtig sauer gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass die Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste umherlaufen mussten. 40 Jahre lang. Und dann nach diesen 40 Jahren kommen sie irgendwann wieder an den Jordan und Gott sagt, okay, heute ist der Tag, an dem ihr rübergehen werdet. Heute seid ihr bereit, heute seid ihr, ja, habt ihr euch auch vielleicht entschlossen, dazu rüberzugehen. Und da möchte ich nochmal kurz eine Stelle vorlesen, 4. Mose 32, Vers 1 bis 5. Ich weiß nicht, ob wir das ausschreien können, Daniel. Das wäre ganz cool. Vierte Mose, Kapitel 32, Vers 1 bis 5. Ja, cool, danke. Die Söhne Rubens aber und die Söhne Gads hatten viel Vieh, eine gewaltige Menge. Und sie sahen das Land Jaesa und das Land Gilead. Und siehe, es war ein geeignetes Land für ihr Vieh. Da kamen die Söhne Gads und die Söhne Rubens und redeten mit Mose und Elasar, dem Priester, und mit dem Fürsten der Gemeinde und sprachen, ein paar Namen. Das Land, das der Herr vor der Gemeinde Israels geschlagen hat, ist geeignet für das Vieh. Nun haben wir deine Knechte Vieh, viel Vieh. Und sie sprachen, wenn wir Gnade in deinen Augen gefunden haben, so werden wir dieses Land deinen Knechten zum Besitz geben. Führe uns doch nicht über den Jordan. Führe uns nicht über den Jordan. Krass, oder? 40 Jahre in der Wüste, haben da schon auch ein paar Kämpfe gekämpft, ein paar Städte befreit. Und dann stehen sie vor dem Jordan, sie stehen an der Schwelle zum verheißenen Land. Gott sagt, hey, heute ist der Tag, ihr dürft rübergehen. Und die stellen sich hin und sagen, hey, wir wollen hier bleiben. Wir wollen gar nicht rüber. Hier ist gut sein, hier, guck mal, voll viel Gras und so für unser Vieh. Und sie gehen nicht rüber. Also, als ich das gelesen habe, ich habe das erstmal so überlesen und dann, wenn man dann weiterliest, dann wird das immer wieder aufgegriffen, so dass die nicht rübergegangen sind und die werden immer gesondert erwähnt, diese Völker oder die Stämme von Israel, ist ja alles ein Volk gewesen. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ey Gott, warum ist das so, was war das, warum sind die nicht rübergegangen? Sie standen vor dem verheißenen Land, Gott hat gesagt, ein Land, in dem Milch und Honig fließt und sie stehen an der Grenze, stehen am Jordan und sagen, hey, nee, wollen wir nicht, hier ist gut, hier ist cool. Wir müssen nicht rübergehen, wir müssen kein Land mehr einnehmen. Die wussten halt, dass auf der anderen Seite vielleicht noch Feinde waren. Gott hat gesagt, ich werde die Feinde vor euch vertreiben, aber sie wussten, sie waren noch da. So, ne? Und sie sind nicht rübergegangen. Echt interessant. Und ich habe dann irgendwann so überlegt und habe gedacht, geht es uns heute vielleicht auch manchmal so? So, wir leben in den Gott hat uns so viel verheißen, wir dürfen in seine Verheißungen leben.
Aber wir stehen an der Schwelle. Wir sind errettet. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind freigemacht von der Sünde. Wir sind errettet. Die waren frei. Die waren keine Sklaven mehr. Und die konnten frei entscheiden auch, ne? Und ich habe für mich erkannt, ich bin vielleicht manchmal auch so, dass ich vor den Jordan stehe und nicht rübergehen will. Was heißt das? Was heißt das auf die heutige Zeit bezogen? Oder was soll das heute heißen, über den Jordan zu gehen? Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung, aber sie ist noch viel mehr. Also wir sind errettet, aber ich glaube, da ist noch so viel mehr dahinter. Und ich habe einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, was das Evangelium noch beinhaltet. Wir sind Kinder Gottes, Johannes 1,12. Wir sind nicht mehr Kinder des Teufels oder nicht mehr Knechte, sondern wir sind Kinder Gottes, Söhne Gottes. Wir sind erwählt, heilig und geliebt. Kolosser 3,12, falls jemand nachlesen will, falls ihr es nicht glaubt. Wir sind Miterben von Christus. Wir sind Miterben von Christus. Römer 8, Vers 17. Wir sind Salz und Licht der Welt. Matthäus 5, 13 bis 14. Salz und Licht, das ist ein Auftrag. Da, wo wir hingehen, sind wir Licht. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Bürgerrecht im Himmel, da hat Andreas vor kurzem auch ein cooles Beispiel gebracht. Fand ich richtig interessant, was du gesagt hast. So. Wir können auf einmal viel mehr greifen. Da ist viel mehr. So lebe ich das? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich das immer lebe. Wir sind mit hineinversetzt in himmlische Örter. Epheser 2,6. Mit hineinversetzt in himmlische Örter. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Und die spricht nicht in Form von Zukunft. Irgendwann mal wird das alles sein, sondern sie sagt ganz klar, wir sind das, weil wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Das sind biblische Wahrheiten. Die Bibel ist hundertprozentig wahr und das ist das, was ich glaube. Das ist das, wo ich überzeugt von bin, vom Kopf her. Aber weiß ich das in meinem Herzen? Also sind diese Dinge in mein Herz gerutscht? Es gibt noch viel mehr solche Aussagen, was die Bibel über uns sagt. Ich kann hier gar nicht alles sagen und ich glaube, man kann über jeden Punkt eine Predigt machen. Aber das einfach nur mal, um uns vor Augen zu führen, da ist mehr. Das Evangelium beinhaltet mehr als raus aus der Knechtschaft der Sünde. Da ist viel mehr. Gott hat uns zur Sohnschaft berufen. Gott hat uns berufen, Reich Gottes hier auf Erden zu bauen. Die himmlischen Örter, von der da die Rede ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwann erst ist, so das Reich Gottes irgendwann erst, wenn wir gestorben sind und dann kommen wir ins Reich Gottes, sondern ich glaube, wir sind jetzt schon Teilhaber am Reich Gottes. Wir sind jetzt schon mit hineinversetzt in himmlische Örter. Wir dürfen Reich Gottes hier auf Erden bauen. Ist das nicht cool? Wir sehen das alles. Wir sehen das alles, aber wir bleiben stehen. Wir stehen hier an der Grenze, am Jordan und nehmen das nicht für uns in Anspruch. Vielleicht seid ihr schon alle viel weiter. Fände ich richtig cool, wenn ihr das alles voll leben würdet. Aber ich persönlich merke einfach, dass ich da richtig herausgefordert bin. Gott hat uns das verheißene Land hingestellt und wir dürfen rübergehen. Die Verheißungen, die Gott in der Bibel nennt, die Gott in der Bibel schreibt, so ja, wir sind versorgt, Gott erneuert uns, wir haben Zugang zu Reichtum, wir haben Zugang zu Wiederherstellung. Das alles, was in Ägypten, ich würde sagen, Ägypten, haben wir verstanden, das ist das Leben in der Welt so. Und alles das, was dort Einfluss auf uns hatte, das können wir ablegen, weil wir wiederhergestellt werden. Und aus eigener Kraft können wir das alles gar nicht. Das lesen wir in Römer 8, Vers 11. Wir können das nicht aus eigener Kraft. Wir lesen in Römer 8, Vers 11, wer das in uns alles bewirkt. Können wir vielleicht mal anstrahlen, Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat, in uns wohnt, so wird derselbe, der Christus aus dem Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Geist, der Christus aus dem Toten erweckt hat, wohnt in uns.
Wir müssen nicht aus eigener Kraft über den Jordan gehen, aber ich glaube, es erfordert Schritte von uns. Es erfordert ein Annehmen der Wahrheiten Gottes, ein Kennenlernen von Gott, und daraus resultiert ein Vertrauen. Dadurch, dass wir Gott kennen, können wir ihm vertrauen, und wir vertrauen darauf, dass er im verheißenen Land mehr für uns vorbereitet hat. Ich glaube, dass die zwei Stämme, die nicht rübergehen wollten, die haben Gott nicht vertraut, bin ich ganz ehrlich. Also warum sollten die sonst nicht rübergehen? Gott hat ihnen verheißen, da ist viel mehr. Und sie kannten ihn vielleicht auch nicht. Sie waren 40 Jahre mit ihnen in der Wüste, aber vielleicht kannten sie ihn trotzdem nicht. Haben sie ihn vertraut? Gott hat gesagt, er hat mehr für sie. Gott hat gesagt, ich werde die Feinde vor euch vertreiben. Sie wussten ja, da sind große Städte, große Festungen. Und Gott macht das manchmal nicht so, wie wir uns das vorstellen. Gott macht das manchmal auf ganz, ganz unkonventionelle Art und Weise. Sorry. Deutsche Sprache, Schwedische Sprache. Ganz kurz ein Beispiel, als das Volk Israel oder die Stämme dann rübergegangen sind, kamen sie ja vor Jericho, Riesenstadt, befestigt, große Menschen leben da drin, uneinnehmbar eigentlich, hatten sie ja vorher gesagt, die Botschafter, die vorher da waren, haben gesagt, die Städte können wir nicht einnehmen. Und Gott sagt, hey, 7 Tage lang und dann gehört das euch. Was müssen die in diesen sieben Tagen machen? Um die Stadt gehen. Einfach nur jeden Tag einmal rumlaufen, in die Hörner blasen, glaube ich. Erstmal einfach nur rumgehen. Und jeden Tag aufs Neue, 7 Tage lang. Und am 7. Tag sollen sie sogar 7-mal rübergehen. Hey Gott, was verlangst du da von uns? Warum sollen wir das machen? Das bringt doch gar nichts. Und dann am 7. Tag sind Festungen eingestürzt, alle Mauern gefallen. Gott hat die Stadt in ihre Hand gegeben, sie konnten es einnehmen. Gott hat das gemacht. Wir lesen auch, dass Gott Hornissen vor ihnen hergeschickt hat. Hornissen kann man auch als Furcht und Schrecken übersetzen. Gott hat Hornissen geschickt, um die Feinde zu vertreiben. Wir sehen manchmal oft so, okay, da ist mehr vielleicht, aber ich traue mich nicht loszulassen. Ich traue mich nicht, meine Sicherheiten aufzugeben, weil meine Probleme ja so viel größer sind. Meine Sorgen sind groß. Aber versucht doch mal, diese Probleme oder alles, was euch gerade beschäftigt, aus Gottes Perspektive zu sehen. Ein Gott, der Berge versetzt. Und dieser Geist lebt in uns. Er gibt uns die Kraft, er bereitet uns den Weg vor. Er sagt, komm, ihr könnt nehmen, ihr müsst nicht erstmal irgendwas erreichen, wir sind schon errettet, wir haben das, wir müssen nur noch rübergehen. So, wir müssen Schritte tun im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott mehr für uns vorbereitet hat. Wo stehe ich heute? Stehe ich vor dem Jordan und sage, das ist genug für mich, das reicht, ich will gar nicht mehr? Oder lebe ich in den Verheißungen Gottes? Das verheißene Land Gottes, Versorgung, Heilung, wir haben Zugang dazu, zu den Zusagen. Will ich diesen Schritt überhaupt gehen? Oder sage ich, ey, das reicht mir voll. Ich bin errettet und der Rest, ja, ist mir egal. Wir sind berufen, Reich Gottes zu bauen. Wir sind berufen, rauszugehen und das Evangelium zu predigen. Das muss jetzt nicht unbedingt mit Worten sein. Das kann auch genauso gut mit Taten sein. Bin ich bereit, meine Kontrolle an Gott abzugeben? Ein Herrschaftswechsel. Ich vom Thron, Gott setz dich hin, mach du. Bin ich bereit dazu? Kenne ich Gott so gut, dass ich ihm vertraue? Da, wo wir hingehen, haben wir Land einzunehmen. Also wo die Israeliten rübergegangen sind, der Feind war noch da, aber sie konnten im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott sie vertreibt, hingehen und die haben jeden Feind besiegt einfach. Immer wenn sie nach dem Willen Gottes gehandelt haben, haben sie jeden Feind besiegt. Das ist so krass zu lesen im Josua-Anfang. Gott war mit ihnen und kein Feind war zu stark, auch wenn er vielleicht stark aussah. Auch wenn unser Problem groß aussieht, aus Gottes Perspektive, aus himmlischer Perspektive, sieht das alles ganz anders aus.
Wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen. Sie mussten das Land nicht aus eigener Kraft einnehmen. Der Geist Gottes lebt in uns. Und das Volk Israel war in der Wüste 40 Jahre lang. Und ich glaube, in dieser Wüste konnten sie lernen, Gott zu vertrauen. Sie konnten lernen, hey, Gott versorgt mich, er schickt jeden Tag Manna. Gott beschützt mich, er vertreibt die Feinde, die konnten dort auch Kriege gewinnen und so weiter. Es ist eine Zeit des Kennenlernens und aus diesem Kennenlernen heraus entsteht ein Vertrauen. Also aus meiner Zeit, die ich mit Gott verbringe, aus dem, wie viel ich ihn auch abgebe, merke ich, er versorgt. Also zum Beispiel, wir haben viele Versicherungen. Wir sind, ja, wir Deutschen, wir wollen abgesichert sein, wir wollen einen festen Arbeitsplatz haben, wir wollen einen Festvertrag haben und dann geht es uns gut und dann haben wir alles. Aber erlauben wir Gott auch vielleicht da mal zu rütteln? Ich weiß nicht, ob ich bereit wäre, meinen Arbeitsplatz zu kündigen. Also muss auch nicht jeder machen. Aber wären wir bereit, wenn Gott das sagen würde, das zu machen? Das ist die Frage. Vertrauen wir ihm? Die Zeit der Wüste ist aber auch eine Erneuerung des Denkens. Die Bibel sagt, unser Denken muss erneuert werden. Wir müssen erstmal darauf klarkommen, was wir alles haben. Was Gott über uns sagt, unsere Identität bewusst werden, Sklavenmentalität ablegen, Kindergottesmentalität anziehen. Und daraus entsteht ein Vertrauen. Ich muss begreifen, was Gott über mich sagt und seine Zusagen bewusst in Anspruch nehmen. Das ist der Gang über den Jordan für mich. Gottes Zusagen bewusst in Anspruch nehmen. Wir haben Zugang zum Übernatürlichen. Wir haben Zugang zur Heilung. Auch wenn wir das vielleicht manchmal nicht sofort spüren. Ich habe gestern beim Fußballspiel meinen Fuß ein bisschen verletzt. Ich habe für Heilung gebetet. Es tut immer noch ein bisschen weh, aber ich glaube, dass Gott das macht. Schwieriges Thema, aber er macht. Wir haben Zugang zur Versorgung, wir haben Zugang zur Wiederherstellung, wir haben Zugang zu seinen Verheißungen. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, Epheser 1,3. Wir haben empfangen und müssen es in Anspruch nehmen. Wir sind schon gesegnet, das steht nicht irgendwie in Vergangenheit, irgendwann mal. Oder in Zukunft, das steht nicht in Zukunft, sondern es steht in der Jetztform. So, wir sind gesegnet und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Und dieses in Anspruch nehmen heißt, hey Gott, ich gebe dir meine Probleme, ich gebe dir mein Leben und ich vertraue darauf, dass du Besseres vorhast, dass du es besser machen wirst. Denn es steht auch geschrieben, Gott hat gute Gedanken über uns und er will das Beste für uns. Alles dient uns zum Besten, die wir Gott lieben. Und das ist einfach so Hammer, wenn wir das begreifen. Ja, also guckt, wo ihr steht. Ich will euch dazu ermutigen, Schritte zu gehen. Ich darf das erleben. Gott zeigt mir mehr. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Genau, das ist mein Appell für heute. Geht über den Jordan. So wie Petrus über Wasser gegangen ist. Mit dem Blick auf Jesus.